Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Freunde der original italienischen Küche. Und zwar gibt es heute ein wirklich leckeres, sommerliches und einfaches Gericht. Und zwar gibt es Gnocchi con crema di zucchini e gamberetti. Bedeutet auf Deutsch Gnocchi mit einer Zucchini-Creme, Garnelen. Und ich sage euch jetzt, was ihr dafür braucht. Und zwar als erstes haben wir hier einmal Gnocchi. Wir brauchen eine Zucchini. Ein paar Garnelen, etwas Peperoncini, eine Zehe Knoblauch, Pfeffer, ein wunderbar aromatisiertes Zitronenmeersalz, ein qualitativ sehr hochwertiges Olivenöl und einen Grana Padano. Hier muss ich dazu sagen, der Grana Padano gehört eigentlich nicht rein in dieses Gericht, da man in Italien einfach Fisch und Meeresfrüchte nicht zusammen kombiniert. Ich sage euch das, ich finde es ein Stück leckerer, darum mache ich es. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr diese exklusiven Produkte herbekommt, einmal das Olivenöl, einmal das Salz, ich verlinke euch das mal in meiner Videobeschreibung. Das ist Vera Italia heißt es. Dort könnt ihr solche Sachen bestellen. Ich bekomme auch nichts dafür, das mache ich einfach, weil diese Produkte für mich unheimlich hochwertig sind. So. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Wir gehen in meine Küche und bereiten dieses leckere Gericht vor. Oh, wir kommen zum ersten Schritt. Und zwar werden wir unsere Zucchini jetzt in Würfel schneiden. Schneiden hier die Ränder ab. Teilen die Zucchini. Einmal längs, dann nochmal längs. Und dann schneiden wir die hier in so Würfelstreifen. Muss nicht zu fein sein, so ist es schon in Ordnung, weil die werden ja später püriert. Jetzt werden wir uns ein wenig Parmesan runterreiben. Die genauen Mengenangaben für die Zutaten findet ihr immer in meiner Videobeschreibung. Hier brauchen wir jetzt ungefähr so 1,5 Esslöffel und ein bisschen was für später zum Garnieren, wer das möchte. Ich möchte das Gericht einfach ein bisschen schärfer und werde jetzt hier noch ganz fein ein bisschen Peperoncini runterschneiden. Da müsst ihr halt schauen, wie viele da verträgt. Ich vertrage da schon einiges. Und so, denke ich, langt es mir. So, die minimale Schnibbelarbeit ist beendet und wir kommen jetzt schon an den Herd und werden einmal einen kleinen, beziehungsweise ja, mittleren Schluck Olivenöl hier in die Pfanne geben und werden jetzt hier eine Knoblauchzehe und ein paar Scheiben Peperoncini dazugeben und lassen diese hier jetzt im Öl aromatisieren. Jetzt hat das Öl ist langsam aromatisiert und jetzt da werden wir die Scampis dazugeben und braten diese kurz mit an und geben gleich eine Prise von unserem Meersalz, von unserem aromatisierten Zitronenmeersalz dazu. Und die werden wir dann jetzt kurz von beiden Seiten eine Minute anbraten und dann werden wir das Ganze rausnehmen, den Garprozess unterbinden, so dass uns die Scampis eben nicht trocken werden. So, wir haben die Scampis jetzt kurz angebraten und das ist wirklich wichtig, bratet die nicht tot. Der Knoblauch, der wird entnommen und die Scampis, da unterbinden wir jetzt einfach den Garprozess. Und die kommen dann später nochmal in unsere Crema mit rein, dass die eben noch einfach saftig bleiben. So, jetzt da werden wir gleich die Zucchini dazugeben, braten die ein wenig an, dann salzen wir diese und dann werden wir das Ganze 10 Minuten mit geschlossenem Deckel und einem halben Glas Wasser weich kochen. So, jetzt wird nochmal gesalzen, dann nochmal gepfeffert. Und hier nimmt ihr auch bitte immer
frischen Pfeffer, also keinen vorgemahlenen. Das ist einfach viel aromatischer. Und dann geben wir hier noch einen Schluck Wasser rein, so dass das so leicht bedeckt ist. Geben einen Deckel drauf und lassen das circa 10 Minuten weich kochen. Jetzt da geben wir die Gnocchis hier in unser gut gesalzenes Wasser rein und die brauchen 2 bis 3 Minuten. Wann sind Gnocchis fertig? Gnocchis sind fertig, wenn sie nach oben schwimmen. Also wenn die Gnocchis oben schwimmen, dann sind sie fertig. So, jetzt da werden wir unsere Zucchini-Creme machen. Die Zucchini sind jetzt so langsam weich gekocht und wir geben die jetzt in ein Behältnis rein. Da habe ich hier so einen Messbecher vorbereitet. Ich hoffe, ich kleckere jetzt hier nicht zu sehr. Das ist halt ein bisschen ein Gefummel, aber das geht. So, dann stellen wir hier die Pfanne zurück, schalten die etwas runter. Und jetzt da kommen wir mit unserem Zauberstab hier rein und werden hier anfangen, die Masse zu pürieren. Und jetzt seht ihr schon, wie unheimlich cremig das Ganze wird. So, und jetzt da seht ihr hier, braucht ihr nicht unbedingt Parmesan. Aber da es wirklich geiler ist, werde ich jetzt hier noch 2 Löffel Parmesan dazugeben. Wir lassen den jetzt hier so drin stehen. Ich hoffe, der steht. Und geben hier noch so 1,5 Löffel Parmesan rein. Dann machen wir noch zwei, wir geizen da jetzt nicht rum. Und pürieren das Ganze dann noch mit ein. So, und schaut dann. So, machen das jetzt hier raus. Und jetzt da, seid mal ehrlich, schaut euch mal dieses cremige Teil an. Und das ist das, was ich an der italienischen Küche liebe. Ohne Sahne einfach eine unheimlich geile Cremigkeit. So, das kommt jetzt zurück in die Pfanne. Und dann wird schon langsam, oh, schaut, dass ihr es auch seht. Schaut mal, wie schön cremig das Ganze ist. Die Gnocchis kommen jetzt hoch. Wir strecken das Ganze noch mit ein wenig Nudelwasser. Und rühren das nochmal cremig. Und jetzt kommen auch schon die Scampis dazu. Die geben wir jetzt wieder in die Soße. Und schaut es mal an, ob das nicht geil ist. Und das ganz ohne Sahne. Wie schon gesagt, einfach cremig, natürlich cremig, geil. So, meine Gnocchis kommen hoch. Und wir treffen uns jetzt dann gleich zur Hochzeit und rühren diese Gnocchi hier so ultra cremig durch. Jetzt verheiraten wir diese geilen Kartoffelklößchen mit unserer Soße. Da ist noch einer, komm schau mit, Junge. So, und jetzt da wird Magic passieren. Schaut mal, wie cremig das ganze Ding wird. Jetzt schwenken wir dieses hier schön durch. Seht ihr das? Und jetzt soll mir einer sagen, dass das nicht lecker ausschaut. So, wir richten das jetzt an, machen ein wunderschönes Foto für unser Thumbnail und dann treffen wir uns zum Probieren. So, die Gnocchi sind angerichtet, Foto ist gemacht. Schaut euch mal dieses lecker cremige, sommerliche und man muss auch sagen, gesunde Gericht an. So, wir probieren das Ganze jetzt. Scampi drauf, ein Ding. Wahnsinn. Wahnsinn. Nachkochen und in die Kommentare schreiben wie es euch geschmeckt hat. Ich danke euch mal wieder fürs Einschalten auf meinem YouTube-Kanal. Sorry für den Versprecher. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Grüße, euer Bayer. Ciao.